Rum gerade. Okay. Also, herzlich willkommen. Ja, du kannst nicht in den Satz aufhören und dann, wie soll ich das schneiden? Wieso? Du Muss musst nicht schneiden. doch, du musst 5 Nein, Sekunden muss nicht warten. schneiden. Wir schneiden das Hi. nicht so. Hallo und herzlich willkommen nach Diskussion. Wer anfängt zu reden? Tüte Nummer 15. Yay. Wo sind die geschnitten? Wir sind live. Es gibt beim Editing so viele Konzentrierte, das merkst du gar nicht, dass das geschnitten ist. Oh Gott. Oh, richtig, das klingt ja. Das wird interessant. Mach gleich leiser. Was soll ich? Guck mal, kein Kram. Das ist viel, ne? Du, Stunde. die anderen waren jetzt auch etwa eine Stunde. Das ist völlig in Ordnung. Bitteschön. Wie, bitteschön? Ich bin durch. Was? Fertig, Feierabend! So. Ich zoome euch näher ran und dann gehe ich. Dann ist fertig. Aber lässt er mich. Irgendwie hat die Kamera heute einen Rechtsstrahl, glaube ich. Ja, schon. Ist nicht schlimm. Wir sind Semi-Pro. Das ist auch wieder so ein tolles Rohr, ne? Alter. Okay. Was denn? Findest du jetzt schon die Steinchen nicht mehr? Ja, genau. Ich glaube, ich kann direkt mitbauen. Wir bauen das eh zweimal, tatsächlich. Stimmt. Dann baue ich das doch direkt mit, dann müssen wir es nicht zweimal machen. Also, ich meine, wir machen es ja zweimal, aber. Du weißt, was ich sagen will. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Doch, ich aber, weil mir klar war, dass die Dinger hier dran kommen. Und die haben wir zweimal. Wo Hier. dran? Ja. Ach, der, ja, klar, logisch. Deswegen. Zeig. Ja, aber du kannst doch die Seite mitbauen, Nö, ne? nee, das machen wir gleich. Ja, nicht. Ja, gut. Hallo, haben wir das letzte Mal auch immer gemacht. Ach ja. Hast du vergessen, oder was? Natürlich habe ich das verdrängt. Ich nicht. Ich hatte Trauma vom letzten Mal noch. Sowas vergesse ich immer gerne. Ja, das ist auch wieder aus seinem Käfig raus, deswegen. Er sieht mir wieder so. Ja, wenn die Kamera aus ist, dann vergesse ich das ganz schnell. Lego? Was ist Lego? Mal gucken, wer diesmal die Fehler reinhaut. Ja, musst du schon aufpassen, welche die du davon nimmst. Wieso? Da gibt es doch nur die beiden. Ja, aber ne? Die gibt nicht. Ach so, die flachen und die nicht flachen. Das bin ich noch gar nicht. Ich aber. Ach so, da ist noch einer. Und wo ist der zweite? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Die Stufe, ne? Das hier, das hier, ein dahin, ein dahin. Das ist die beste Arbeitshaltung, die ich habe. Sehr rückend. Auf jeden Fall. Ergonomisch korrekt. Ergonomisch. Seltsame Steinchen, die habe ich auch noch nie gesehen. So, hat er tatsächlich ein Paket genommen. Das ist auch ein neuer Stein, oder? Ja, den meinte ich ja vorhin, dass ich die noch nicht gesehen habe. Ach so, Entschuldigung. Nö, ist doch nicht schlimm. Kann man doch mal sagen. Man muss Lego ja auch mal loben, wenn ein neues kommt. Ja, für dieses Jahr haben wir echt einige neue Steine. Das stimmt. Oder wir kennen sie halt noch nicht. Nee, nee, die sind wirklich neu. Wirklich, wirklich.
really new. Ja, die beginnen sie ja dann auch mit den Sinn, die woanders nochmal zu nutzen. Ja, das glaube ich schon. Also eine Konstruktion von speziellen neuen Steinen wird auch Geld kosten. Ja, denke auch. So. Oh, entspannt. Hey. Bist du schon fertig oder was? Jo. Wir kennen doch flache. Ja, einer fehlt mir auch dran. Ein flacher fehlt mir gerade. So. Ja, mir fehlen noch mehr als einer. Ne, ich bin. Das ist das Problem. Je suis Deutsch. Mir fehlen noch zwei Stück. Da, da, da. Guck mal, was haben wir da noch? Ne, das sind einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer davon. Hier ist noch einer. Geile Pakete. Warum wir was jetzt schon fertig, obwohl ich. Ja, ich kann. Obwohl ich hier angefangen habe. Gleich drücke ich dir die in der Hand und dann sagst du, oh, hier fehlen wieder drei Teile und das ist falsch. Wie immer. Kannst du überhaupt was? Mach das mal richtig. Das kann ich mir schon mal zurechtlegen hier. Warum? Auch weil ich es kann. Was machst du denn da? Ich suche mir nur die Steine, die offensichtlich sind, die ich später noch brauche. Naja, ob die offensichtlich sind, weiß ich nicht. Doch, das sieht man schon. So. Aber wann ich die brauche, weiß ich nicht. Irgendwann. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. So. Habe ich, habe ich. Ach du liebes. Nochmal zweimal. Ja, aber jetzt für jeden zweimal, ne? Ja, ja. Two time for everyone. Schon ungewöhnlich. Das ist wirklich, ja. So ein Baum. Ah! Zweimal, zweimal, zweimal. So einen Baum hatten wir noch nicht. Das ist jetzt wirklich multiple Baum. Ja. Hätten wir jetzt eine Praktikantin, könnte die auch zweimal bauen. Tja, ich glaube, daraus wird im Leben nicht mehr. Wer weiß. Kann das deine Freundin Leo interessieren? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Weiß ich ja nicht. Oder ich kenne sie ja nicht. Einer von ihren Kindern kann dann helfen. Du, magst du Lego? Ja, hier, deine Schürze, komm. Wer du kleckerst. Oh, cool. Einmal. Ja. Ey, du merkst nie, wo die Steine lagen. Deswegen habe ich ja gesagt, guck nach dem Tütchen. Das ist nicht doof. Das ist klug! Aber ich merke mir das wirklich nicht. Ja, eben. Ich merke mir das auch und dann weiß ich, wo ich die Steine finde. Weil ich sie ja vorher schon mal gefunden habe. Dann werden die ähnlichen in derselben Ecke liegen. Meinst du nicht auch? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die sind schon noch ein Fehler gemacht. Große Fresse, nix da. So, jetzt passt es auch. Was ist denn der zweite? Das gesagt hat er nicht, das ist aber nicht. Was suchst du denn? Der war eigentlich hier, aber. Da ist er doch. Ja, von meiner Nase sehe ich ihn. Ja, was? Von meiner Nase sehe ich ihn auch nicht. Das ist aber schlecht, dass du den nie siehst. Falscher Winkel. Warst du das schon? Oder was? Gleich, ja. Und zwar ab jetzt. Ich bin nicht mal mit Zeit fertig. Hallo. Hello. Challenge. Can you build me? Genau, das, deswegen sage ich doch Speedbuilding bei Wetten, dass. Aber nein, der Herr traut sich ja nicht. Nee, trau mich doch nicht. Ich trau mich nicht.
Wo ist die zweite Pistole da? Alles so. Bei mir. So, jetzt das Alabam. Schieb das mal ruhig zusammen, dass ich nicht mehr sehe, wo die Sachen waren. Cheater. Ja. Kleiner Cheater. Das ist alles auf dich. Natürlich. Mit etwas anderem habe ich auch nicht gerechnet. Verflucht. Der Vorteil der Schnelleren, weil die Steine sind dann noch häufiger vorhanden als vorher. Ja, richtig. Oh, was hab ich denn da falsch gemacht? Haha. Haha. Nelson. Das ist doch nicht falsch, ich muss das nur richtig einsetzen. Nelson, genau. Nelson Manns. Ganz genau. Wo kommt das denn hin? Ach, da. Das ist ganz genau dazwischen. Ach, ja. Hä? Ach Mann. Warum finde ich den nicht? Ich finde dich nicht. Du hast ja alle vier gefunden, ich nicht. Klar. Es waren ja noch 8 da, deswegen war ich, es fällt einfach. Ja, die anderen 3 müssen noch da sein. Das ist einer von 80 Millionen. Ah, hier ist einer versteckt. Ja, die sagen, die ich nicht brauche, die verstecke ich schon mal ganz gerne. Ja, einer fehlt. Cool. Das ist so, dann kommt das. Lalalalalala. Muss man eh gleich, also. Natürlich muss ich das. Das kommt jetzt. Ich baue mal jetzt auch eben fertig, wenn es recht ist, ja? Hä? Nochmal zweimal? Jupp. Yep. Für die andere Ecke. Ja, aber. Dann ist alles richtig. Also, ich weiß es, weil es passt. Ja, ja. Hm. Kann ich nicht. So, was brauchst du? Das hier? Nee, ich brauch das hier. Diesen. Hier, Ja, finde ich nicht. Ja, einen habe ich unter dem Schiff gefunden, aber. Aber nur einen. Nur einen. Hier. Ja, ja, ja. Nicht kleckern, sondern klotzen. So, jetzt habe ich das einmal, ne? Ja, ich bin gerade dabei. Bin noch beim ersten. Lass dir Zeit. Sind halt alle anderen Teile nur nicht das, was ich brauche. Das ist auch schön. Ja. So, und das kommt jetzt. Flügel. Ach, cool. Ja. Ups. Oh, jetzt Speedbuilding machen wir jetzt. Din 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 din
Ach, apropos, weißt du, was demnächst für die Switch kommt? Fand ich richtig geil. Jetzt kommt's. 30 Jahre Street Fighter. Alle Teile, die es bisher gegeben hat. Hammer. Hab ich gehört. Da bin ich ja jetzt schon Fan von. Auch wenn ich Street Fighter jetzt den einen Teil zwar habe, aber der kommt mit Sicherheit in meine Sammlung. Okay. Und was auch geben wird, ist Mega Man Legacy 1 und 2. Genau, richtig. Ja. Finde ich auch geil. Also inklusive der... was ist das da? 7 bis 10? 7 bis 10. 11 gibt es dann demnächst auch. Richtig. Noch eine, das finde ich auch geil. Schon, ja. Richtig. Ich habe die Legacy Edition zwar für den 3DS, aber die sind grafisch nicht angepasst. Das finde ich ein bisschen schade. Was ist das denn? 2 und 4. Na, für real. Und wo kommen die Dinger hin? Die sind so da. Die kommen so dran. Ach, hab ich schon einen Fehler gemacht. Warte mal. Die kommen entschauend. Ja, aber das sind zwei Spiele, das kommt alles erst im März oder was, ne? Ja, aber trotzdem kann man sich schon mal drauf freuen. Darauf freue ich mich richtig. Bis dahin habe ich auch die Ballade des Recken durch und... Ich bin mit Breath of the Wild noch gar nicht angefangen, weil ich immer noch Wind Waker machen möchte. Ja, mach. Und ich habe Wind Waker nochmal, nicht nochmal angefangen, aber ich habe mich mit Andy, Zucker Ruffy TZR auf YouTube, nochmal unterhalten. Weil ich dachte, wie groß ist Wind Waker? Er kennt sich mit Zelda auch sehr gut aus. Wind Waker ist riesig. Ja, er sagt, Wind Waker hat an sich 4 Dungeons. Und ich, 5 und ich bin schon im dritten. Da habe ich gesagt, oh cool, dann geht das ja schnell zu Ende. Von wegen, ja. Ja, und dann fängst du an, irgendwelche Splitter zu suchen. So ist es. Oh, das hat mich lustig gemacht. Und jetzt hänge ich schon wieder. Ich hänge in Wind Waker echt immer irgendwo. Das ist so nervig. Ich bin gerade an der Stelle, wo ich eigentlich eine Statue brauche, die ich bewegen kann, aber ich komme mit meinem Spruch nicht weit genug. Das ist so ätzend. Weil es heißt dann nur, die Statue befindet sich nicht in deinem Bereich. Ja, bitte. Dann. Oder soll ich sagen, Danone? So, die kommen jetzt. Ja, frag dich nur wie. Ja, so. Hier so. Das ist genau hier zwischen. Du verstehst? Meinst du? Passt das? Ja, passt. Für mich logisch. Ja. Der Herr spricht von Logik. Na dann wollen wir mal. Bitteschön. Sieht cool aus. Sieht richtig geil aus. So, und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit irgendwas anderem. Ja, mit. Nee, so viel Platz, so viel Plättchen haben wir nicht mehr. Das ist für die Mitte. Ah das ja. Das machst du? Das mache ich. Hier. Was immer das war, das weiß ich gerade noch. Also wie gesagt, ich sage immer noch Link to the Past und Mario World Remake. Dann ist für mich Hype. Oh, 9000. Da wäre richtig geil. Ja. Ja. Das wäre richtig der Hammer. Das wäre der Hammer. Schauen wir mal. Also sie sind wohl schon an der Entwicklung an den 19er. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, sind sie. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, sind sie. Ja, aber was soll das denn sein? Ja, das weiß man halt nicht. Ich meine, das BOTW war ja schon eine neue Mechanik. Dadurch, dass du keine Dungeon hast, das... Sondern nur diese Schreine, genau. Roten Faden gibt es schon irgendwo, aber... Jein. Nur so nach dem Motto, wenn du eine Story haben willst, musst du auch alles machen, was dir gesagt wird. Aber theoretisch kannst du ja... Kannst du direkt zugehen. Ja, musst nur das erste Plateau machen, nicht? Vorher geht's nicht. Ja gut, das ja. Was ist das denn für ein Stein? Hast du diese Platte irgendwo gesehen? Welche? Ach, da. Da. Das kenne ich auch noch nicht. Doch, die kennen wir schon. Ja? Ja. Ganz sicher. Ich muss das nicht kennen. Ist nicht mein Sinn. Oh. Yeah. Das kommt jetzt da. Ja. Das ist schön, dass du ein Ding dran. Also, hier irgendwo heute. Ja, da drauf. Da drauf.
Nur gucken wir rum. Ich glaube, das war so. Einfach daneben, ja, fertig. What the hell is that? Wozu? Schauen wir mal. Ist das ein Safe? Ist gut. Komisch. Ja, weiß gerade nicht, wofür es gut sein soll. Geschützturm. Vielleicht. Da könnte die Plattform drauf kommen, wo die drauf sitzen. Ich weiß jetzt nicht, diese komische Röhre. Ich weiß nicht, wie das alle heißt. Hä? Röhre? Plattform? Wovon spricht der Kerl? Star Wars, Junge! Star Wars! Hey. Da gibt es Plattformen und Röhren. Aha. Interessant. Scheiß auf Jedi. Der neue Film heißt Die letzte Röhre. Oder die erste Plattform, ich weiß gar nicht. Oh. Ich darf bauen. Yay! Passt doch. Ich darf den kleinen Scheiß wieder suchen. Jo. Kleiner Scheißer. Nein, das ist. Und wie gesagt, in Windbreaker gibt es zu viele Sachen, die mich aufregen. Ja, no. Das klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber da hat mir Skyward Sword tatsächlich besser gefallen. Was? Ja. Ich fand die Rätsel besser. Ja, gut. Und die Atmosphäre fand ich besser. Skyward Sword war ja, abgesehen von der Bedienung, nicht schlecht. Nur die Bedienung war scheiße. Ja, ich weiß. Ansonsten war Skyward Sword ein gutes Spiel. Gut, das Tutorial hätte man entweder abkürzen dürfen oder so. Das ist eine andere Geschichte, ne? Aber die Wüste Ranel fand ich großartig mit den Zeitreisen. Ja, schon. Das hat mir super gefallen. Deswegen, da kann ich nicht meckern. Aber Wind Waker soll ja angeblich Domtendos Mario sein, genau. Tja, ist es. Also Domtendos Lieblingszelda. Domtendos Lieblingszelda, hat er immer gesagt. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja. Ist halt so. Allein schon, dass du seine Fußtapsen nicht hörst, das geht mir so auf. Und er macht jedes Mal einen Ausfallschritt, wenn du nur zustichst. Wie oft bin ich schon runtergefallen, nur weil ich gerade am Kämpfen war. Oh, ist das nervig. Das hat an all den anderen Zelda nie so gegeben. Nein. Ja, für viele ist ja Ocarina of Time immer noch. So ist es. Meins auch. Ja? Mhm. Habe ich ja bis heute nicht. Also gespielt, angespielt, ja, aber nie wirklich durch. Irgendwie weiß auch nicht. Ja, und dem Link to the Past. Ja, das sowieso. Da geht ja nichts drüber. Da geht nichts drüber. Wirklich. Weil es war auch spielerisch gut. Also, ja, genau. Es hatte jetzt. Gut, natürlich gab es Bosskämpfe, wo man sich denkt: Scheiße, warum ist das so doof irgendwie? Aber es gab jetzt nichts, wo man sagen könnte, das hätte man besser programmieren können. Es waren halt schwere Kämpfe. Ja, okay, ne? Ja, zum Beispiel mit dem Wurm. Immer so als Beispiel. Wenn du runtergefallen bist, war es halt eigentlich doof. Halt, ne? Mein Lieblingsgegner. Ja. Ich mach den neben. Ja, du kannst aber nicht sagen, dass der scheiße programmiert ist, ganz im Gegenteil. Nee. Ja, da bist du halt runtergefallen, dann war das halt dein Pech. Ja. Du musst wieder von vorne anfangen. Aber bei den anderen Spielen, da verkacke ich immer nur, weil entweder die Steuerung scheiße ist oder sonst irgendwas, wo man sich dann drüber aufregen kann. Das finde ich halt so doof, wenn du gegen das Spiel spielst, statt gegen die Story oder so. Das ist ein verschenktes Potenzial. Bleib gleich wieder kleben. Wieder ist gut. Das zweite Mal dann. Nee, sind jetzt 12 Sticker. 12. Ja, bisher hast du noch nicht viel geklebt. Nee.
Kann ja schon mal draufleben, oder? Hält sich in diesem Set echt in Grenzen. So, ich glaube, ich bin so rein. Wenn ich es jetzt nicht richtig verkackt habe. So. Ja. Das werde ich ja gleich feststellen, wenn ich umdrehe. Boah, der Meister stellt fest. Die Wissenschaft stellt fest. Er hat verkackt. Auch was die sich bei den Farben gedacht haben hier. Mhm. Mal so ein Blau, so ein Grün, so ein Knallrot dazwischen, das will mir auch nicht ganz einleuchten. Die haben sich eben gedacht, ein Schiff muss bunt sein. Ja, aber das sind nur so Spots irgendwie. Oder die hatten die Steine sowieso von Lego Technik schon, aber wollten sie nicht nochmal in einer anderen Farbe machen, das kann natürlich auch sein. Kann sein. Genau wie dieses Gelb hier, das siehst du hinterher auch nicht. Klar siehst du das. Nö, das weißt du, aber du siehst es. Doch, du weißt das. Du siehst das. Du kannst durch dieses Schiff gucken. Ja, das ist alles durchsichtiges Material. So ist es. Kann sich das Schiff so unsichtbar machen oder so? Hat das Schiff überhaupt irgendwelche Fähigkeiten, außer dass es schnell ist? Kann sehr gut fliegen. Hast du nicht gesagt, das wäre eine Schrottmühle? Die größte Schrottmühle der Galaxis, genau. Deswegen bricht es auch ständig zusammen. Richtig. Selbst beim Zusammenbauen. Ja, selbst beim Zusammenbauen geht das kaputt. Hat die tatsächlich solche Füße, wenn sie landet? Ja, eine Szene gibt es, dann sieht man die. Mhm. Wo kommt das hin? Hä? Da haben wir noch ein. Da fehlt auch noch was. Irgendwann fehlt er. Ja, genau. Ich hab's vergessen schon wieder. Oh ja, ja. Ich sag ja. 38.000 zu 1,5. 3 zu 1, ja. Übertreib nicht. Ja, mit letztem Mal. Ja, mit letztem Mal haben wir uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Schön ausgedrückt, ja. Mit Ruhm bekleckern. Sagt man das so? Ja, man sagt das so. Deswegen, alles gut. Der Zimmer zählt nicht. Ja, dann baue ich es wieder ab. Ja, mach mal. Viel Spaß. Fang schon mal an. Das ist der Witz, ne? Das Aufbauen ist schwierig, das Abbauen ist auch nicht leicht. Richtig. Da denkt man sich, Lego abbauen geht einfacher. Ne! Nein, bei dem Set nicht. Nicht bei diesem Set, Freunde. Das könnt ihr vergessen. So. So, die Haken. Das hat einen Haken. Du, 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 du. Wie soll das denn gehen, dass es runtergeht? Aha. Ach so, okay. Tobias lernt die Physik kennen. Es gibt unterschiedliche Höhen. Aha. Oh ja, Bastelnacht. Achso, das ist. Hallo? Ui, das ist was Neues. Ja, wollte einfach mal teilnehmen. Dann übernehme ich wenigstens deine Fehler. Ist halt, das kommt hier so. Meinst du nicht in der Mitte? Nein. Abwarten. Ich weiß es. Gut. Du hast schon geguckt, ne? Nein. Na, kannst du das am Anfang hier einmal sehen? Ich guck schon mal, was hier reinkommt. Hallo? Bleib mal geschmeidig. Oder hast du es jetzt echt so eilig? Nee, nee, da warte ich lieber. Ah. Obwohl, hier. Da, guck. Ja, könnte sein. Dann guck das hier raus, ne? Ich sag, da kommt das, diese Fahrkabine, Flugkabine, oder wie das heißt. Die kommt da rein. Ja, schauen wir mal. Du meinst dieses Cockpit? Ja, sag ich doch, Flugkabine. Ich
weiß nicht, wie das alles heißt. Cockpit. Cockpit, mein Freund. Merk dir doch mal eine Vokabel. Wobei ich immer gedacht habe, die sitzen hier drin, aber das ist gar nicht so. Irgendwo war doch ein Stuhl. Obwohl, da ist ein Stuhl. Naja, das ist vielleicht auch nur so. Na, weiß man nicht. Für den Film, weißt du? Die sitzen zwar da drin, aber gesteuert wird von innen. Das ist nur Deko. Das kommt vielleicht hier noch dran. Ja klar kommt das da noch dran. Ach so, ich dachte, das wird separat befestigt. Nein, wo denkst du hin? Hab ich doch gerade gesagt, wo ich hinlenke. Was denken Sie, das gibt es nicht, Sie können das so nicht tun. Aber wie wird das hier festgehalten? Jetzt warte doch mal ab. Da sind außerdem wieder diese Pinne möglich. Ja, ich weiß, aber es geht halt nicht. Ui. Er ist noch nicht fertig und sagt jetzt schon, dass es nicht geht. Genau, schon mal vorwarnen. Ja, baue schon mal auseinander, da ist bestimmt wieder was falsch. Hier, der Flügel stimmt ja nicht. Ja, genau, genau. Ausgerechnet so ein Teil, weißt du, das wird sein. Vor allem, das ist die Unterkonstruktion. Ja, eben. Schwul mal zurück zu. Alles auf Anfang. Auf Set Nummer 1. Mhm. Da haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Irgendwo hast du einen Fehler gemacht. Das machen wir neu. Wenn es nicht passt, mach neu. Oder wie war das? Ja, ist wirklich bei Set Nummer 1 hier. Ja, hier kommen auch noch Pinöckel, das kann auch irgendwo reinkommen. Ja. Jetzt kommt der hier rein. Ach so. Das weiß der Herr schon. Das ist logisch. Aber nur logisch. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin schon. Also ich, wie gesagt. Ah, ja. Ich werde es gleich merken. Tobias findet alle Fehler, das ist mir schon klar. Ich werde es gleich merken. Gleich geht er ab. Ja, da gehe ich schon ab. Da ist schon ein Teil, was du vergessen hast. Was? Ja, hier. Ach, fuck. Gibt's doch gar nicht. Ja, gibt's ja wohl. Ich bin heute sehr wach, wie du merkst. Du bist die ganze Zeit am Gehen, Junge. Ich bin so wach. Hier genau, schlaftrunken. Ja, die Luft wird jetzt schon dünn, merkst du denn? Uns kann doch keiner mehr ernst nehmen hier. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich hier baue, ich habe keine Ahnung. Ich denke einfach mal, dass das so gehört. So, das wirst du gleich brauchen. Okay. Ja, Lego kann man ja kreativ sein, das habe ich. Ja, wer weiß, was man aus dem Falken noch bauen kann. Eine Menge. Wenn man es denn kann. Also wir können das nicht. Wir kriegen ja noch nicht mal das zusammen. Kriegen wir schon. Ja, mit Anleitung. Weil du dich ohne nicht traust. Ja, siehst du, jetzt kannst du es reinsetzen. Da drauf kommt das. Ja, der gelbe Pinöckel kommt irgendwo da rein. Fragt sich nur vor. Ja, ah ja, da. Ah ja, komm. Und dann sagt er, das geht nicht. Ich hoffe, das geht. Na, fummel mal. So, schon gefummelt. Ach, komm. Ja, der Anfang ist gemacht. Nee, gar nicht. Doch, klar. Ja, es ist wieder auseinandergenommen. Ja, macht meine Pläne zunichte. So gehört das. Ja, ist richtig. So, jetzt ist der Anfang gemacht. Nichts kann der, nichts. Ich glaube, wir drehen gleich echt durch. Drehen Sie mit uns am Rad. Alter, das Ende ist nah, glaubst du da? Nee, ich glaube, das ist noch nicht. Aber zwei Tütchen gleich. 16 und 17.
Und vielleicht so ein 17 mal ein kleinerer. Das sagst du auch bei jeder Tüte. Das ist ja nicht so. Wobei, also wir sind gut in der Zeit. Also die Parts jetzt ungefähr eine Stunde jeweils. Das ist gut, ja. Das ist annehmbar. Trotz Fehlern. Und ich war schon überlegen, na, brauchen wir den ersten Weihnachtsfeiertag auch noch? Echt? Nö, das habe ich nicht. Was überlegt. Hast du nicht? Happy Holidays? Also was haben wir denn jetzt? Halloween oder sowas? Oktoberfest, genau. Ein Jahr gebaut, 52 Wochen. So, boy. 52 Wochen. 52 Tütchen. Okay. Das muss erstmal erfunden werden. Ne? Ja, ist ja kein Thema. Wie kommt das? Wie kommt das? Was für Sets würden wir uns denn auch wünschen, außer den Krusty? Krusty Burger, haben wir das schon gesagt. Aber der wird ja nicht so groß. Nö, was nicht. Aber es ist ein Schlumpf. Und dann. Ein Schlumpfdorf. Ein Schlumpfdorf? Oder ein Riesenschlumpfhaus. Ja, oh, nimm mir mein Spielzeug weg. Ich glaube, du brauchst sowieso einen kleinen. Meinst du? Nee, ich glaube nicht. Okay, noch was kommt, dafür ist es zu viel. Ich setz den mal hier hin. Der sieht doch super aus. Passt. Wenn ich da einen grauen draufsetze, den findest du nie wieder. Wenn ich zum Beispiel den hier nehme und ihn da reinsetze. Das siehst du nicht. Ich mach's jetzt nicht, sonst wirst du wahnsinnig. Wo ist der eine Stein? Wo ist der eine Ring, ja? Der eine Stein. Der eine Ring. Der eine Stein. Was hast du da überhaupt draufgeklebt? Was ist das für eine Zeile? Das ist so. Was an? Krater. Im Schiff wurde es angegriffen. Es wurde angegriffen. Das sind so Einschusslöcher. Geht ja gar nicht. Konzentration. Die fliegen ja auch in so einen Krater rein mit diesem Schiff und dann sind sie in so einem Wurm drin. In einem Wurm. So also ein Riesenwurm. So wie bei Dune. Würmer. Und wie kommen die wieder raus? Die fliegen raus. Aus dem Maul. Das und wo sind sie reingeflogen? Ja, auch im Maul, aber das haben sie nicht mitgekriegt. Also sind sie rein, haben eine Kehrtwendung gemacht und wieder raus. Also. Nee, sie sind schon da gelandet und dachten, sie wären auf dem Planeten. Die sind im Wurm gelandet. Ja. Das ist sehr strange. Was ist mit dem Rest? Das ist merkwürdig. Also, das ist jetzt wirklich merkwürdig. Ja. Ja, was ist mit denen? Vielleicht brauchen wir das gleich noch für die restlichen Tütchen. Keine Ahnung. Ja, aber. Guck du mal, wo der reingehört. Ich guck mal, wo wir die brauchen. Also einen von den roten Steinen hatten wir gebraucht, ne? Guck mal, wo er reingehört. So. Hattest du davon zwei verbaut in dem Kreis hier? Ja, muss ja, ne? Hattest du da zwei reingesetzt? Bei dir jetzt, also jeweils im Kreuz? Muss ja eigentlich. Ja, guck mal, alles klar. Was? Ja. Was denn? Das könnte man da so sehen. Nee, hast du nämlich nicht. Da kommt einer im Kreuz gegen. Das ist ja nicht schlecht, das ging ja noch. So, müssen wir nur gucken, wo die Dinger reingehören. Alles gut, kannst du wieder reinsetzen. Nee, fehlt wieder noch was. Nö. Ja, hier in dieser? Die kommen da aber nicht dran. Hier dran? Bei dir? Ja, sicher. Oh, bei mir glaube ich auch. Kann das sein? Ja, hier so? Die kommen hier noch
Meine Seiten. Oh, verdammt. Haben wir weitergefilmt. Gar nicht wahr. Ich hab das mit voller Absicht gemacht. Scheiße, das habe ich nicht übersehen. Haben wir beide übersehen? Ja. Ziehen wir uns beide einen Punkt ab oder geben wir uns? Genau. Sorry, das war keine Absicht. Was den Rest habe ich immer mit Absicht gemacht bis jetzt. So, Ja, ich hoffe, wenn ich so viele Tante. Ja, da kommt in die Ecke irgendwie. Ja, aber wie? So. Aber wie, hä? So. In der Säcke. Und wie wird der festgemacht? Gar nicht? Reingelegt einfach nur. Oh oh. Oh oh. Reingelegt ist gut. Und vom Festmachen steht hier nichts. So. Da steht ein bisschen über hier. Ja, muss ja. Ist das so? Muss so, weil. Nee, die das hier ist hier. Ne, muss so. Okay, gut. Und. So. Und diese Ecke hier? Die war über. Ich hätte 4 drauf machen können, aber wollte nur 3. Kann ich dir zeigen? Oh. Hör auf. Direkt in. Wollte nur 3. Nein, er wollte tatsächlich nur 3. Ja, gut, dann glaube ich das. Nee, was? Sind wobei, 3. Was ist das für eine? Ne, sind 3. Es sind nur 3 drauf, ne? Okay. Aber das sieht trotzdem so aus. Nee, das ist die andere. Nee, das ist korrekt so. So. Okay. Ich wusste, dass du mich genau auf diese Ecke ansprechen würdest. Wir gehen aufs Finale zu heute. Ja, Tüte Nummer 16 gleich. Guck mal, das ist Tüte 16. Das geht schnell. So, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.